In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Buschbohnen und Stangenbohnen richtig einkocht. Außerdem gibt es noch ein feines Rezept für einen wunderbaren Bohnensalat. Bei mir gab es Kartoffeltaschen dazu. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Vielleicht habt ihr schon bemerkt, meine Zutatenliste lasse ich inzwischen nur noch durchlaufen. Da sie teilweise ziemlich lang ist, hat es auch immer lang gedauert, bis ich es vorgelesen hatte, und das war eben auch langweilig. Aber auch hier können alle Zutaten unter diesem Video nachgelesen werden. Ich beginne mit den Buschbohnen. Ich finde nämlich, sie sind einfacher zu putzen. Das Ganze natürlich erst nach dem Waschen. Und wie bei den Buschbohnen auch, müssen Striebel und Niebel, also die beiden Enden, abgeschnitten werden. Unansehnliche Stellen, so wie hier zu sehen, werden weggeschnitten und dann werden die Stangenbohnen selber in 3 bis 5 cm lange Stücke geschnitten. Nach dem Putzen der Stangenbohnen, die werden jetzt nämlich erstmal beiseite gestellt, sind die Buschbohnen dran. Buschbohnen putzen ist Fleißarbeit, aber es nützt nichts, es muss getan werden. Auch hier werden wieder Striebel und Niebel, also die beiden Enden, abgeschnitten. Wenn alles fertig geputzt ist, werden die Bohnen 3 Minuten lang in leicht gesalzenem Wasser mit etwas Bohnenkraut gekocht. Und in der Zwischenzeit können die Gläser schon mal heiß ausgespült werden, die wir dann zum Einkochen verwenden wollen. Und jetzt kommt etwas, was viele vergessen. Wenn die Bohnen fertig gekocht sind, müssen sie schnellstmöglich runtergekühlt werden, am besten in Eiswasser. Ansonsten garen sie sehr schnell nach und wenn sie dann auch noch eingekocht werden, dann werden sie später einfach nur noch mätschelig. Apropos Einkochen, das kommt jetzt. Die Bohnen werden in Gläser abgefüllt, dann wird nochmal Wasser mit etwas Salz und Bohnenkraut gekocht und ebenfalls in die Gläser gegeben, bis die Bohnen vollständig bedeckt sind. Dann Deckel drauf und gut verschließen. Ich koche traditionell im Topf ein, also Gläser in den Topf und Wasser auffüllen, so dass die Gläser zu 3/4 im Wasser stehen. Dann werden die Gläser bei 90 bis 95 Grad 30 Minuten eingekocht. Auch hier gilt wieder sofort aus dem Wasser raus, weil wie gesagt, sie sollen nicht zu viel nachgaren, sonst werden sie mätschelig. Ja, und da sind sie nun also, meine eingekochten Bohnen. Normalerweise beschrifte ich sie, so wie hier bei den Stangenbohnen zu sehen, aber es ist ja nun doch eindeutig, was drin ist. Und wie versprochen gibt es jetzt noch den Bohnensalat. Nur damit keine Fragen aufkommen, natürlich habe ich den Bohnensalat nicht am gleichen Tag gemacht, dann hätte ich sie nicht einkochen müssen, sondern es war ein paar Tage später. Also für den Bohnensalat ein Glas Bohnen verwenden, abschütten, Zutaten für den Salat hinzufügen, vermengen, etwas durchziehen lassen und dann ist das Ganze fertig. Eine tolle Variante mal ohne Fleisch, Kartoffeltaschen mit Bohnensalat. Übrigens, hier oben in dieser Playlist könnt ihr sehen,